Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir sind hier, also wir spielen Hack und Fänge und sind hier in ja, diesen Abflüssen, oder wie nennt sich das? Also hier irgendwie unterirdisch, sieht man ja. Also guck ja. Mal auf der Karte, kannst du ja ein bisschen mal auf der Karte zeigen. Wir mussten selbst erstmal gucken, als wir jetzt angefangen haben. Wo sind wir eigentlich? So, wir waren in diesem Lager, das ist unser neues Lager. Genau. Dann sind wir hier, hochgelaufen und da reingelaufen, genau. Sind hier rausgekommen, genau. Dann hatten wir ein paar Spinnen und ja. So Zeug und jetzt stehen wir hier vor diesem Tür. Eingang. Und dann haben wir festgestellt nach dem Rennen, dass wir irgendwas hätten untersuchen sollen, was wir nicht untersucht haben in der letzten Folge. Das werden wir noch nachholen müssen. Ich hoffe, wir finden das noch. Naja, ich denke mir schon, was wir finden werden. Ja. So, hier sieht das Schleierfeuer aus. Nee, ist aber es aber nicht. Aber können wir es öffnen? Ich würde mir vorstellen können, es hat was mit Scherben zu tun. Cool, du störst. Ja, das ist so ein Scherbending. Genau, Scherben. Haben wir uns gedacht. Hier, das müssen wir uns also merken. Hier müssen wir hin, immer genügend Scherben haben. So, jetzt wollen wir versuchen, das andere Ding zu finden. Also wir werden hier immer mal wieder von Spinnen... Hier ist eine Leiter. Komm mal hoch. Komm doch mal hoch. Ja. Also unsere Feinde sind hier erstmal hauptsächlich Spinnen, würde ich sagen. Oh. Nach der Leiter kommt noch eine Leiter. Ja. Und zwischendurch plündern wir mal ein bisschen. Schimmernde Baumwolle, schön. Ja. Da denke ich gleich an Sommer. Baumwolle. Sommer. Ja, das Wetter scheint hier doch ganz freundlich zu sein. Ja, ja, aber es gibt ganz schön viele dunkle Stellen hier. Was ist das denn? Muss man hier... Na, vielleicht kommst du da hoch. Ja, muss kommst man du. Wohl. Mhm. Sonst würde die Leiter nicht jetzt? Allzu viel Sinn machen. Das war jetzt die Abkürzung. Noch irgendwo hin. Tja. Gibt es hier eine Scherbe? Ja, aber es ist doch da, wo du jetzt stehst. Nee, öffne die Tür, die unter ist runter. Ist die Tür unten, ja. Wir müssen später wieder runter, auf jeden Fall. Gucken wir erstmal, was wir hier oben finden können. Sehenswürdig. Hier ist eine Sehenswürdigkeit. Ja, das war ja die da bei unserem anderen Lager. Sehenswürdigkeit. Ja, wo kommen wir hier hin? Wenn wir schon mal hier sind. Also die Sehenswürdigkeit ist auf der anderen Seite. Ja, ist gut, aber erstmal gucken wir, wo kommen wir jetzt hier hin? Tja. Hier ist ein Weg. Östliches Flussufer. Flussufer. Sag mal, sind wir schon mal hier rumgelaufen? Sieht aus wie Elfenwurzel. Ist Elfenwurzel. Was ist das? Gute Frage. Gehen wir doch mal gucken. Ja. Ach. Hier kann man ziehen. Hier ist was zum Ziehen. Nein, so funktioniert das nicht. Nee? Wie Aha. dann? Es war so, dass er das gesagt hat, ja? Ja. Gut. So funktioniert. Also müssen wir noch irgendwas machen. Ist klar. Sag mal, ist das unser Ding hier? Unser Lager? Ja. Oder? Oder was ist das? Nee, was ist denn das? Das müsste unser, das ist unser Lager, Lager sein. Genau. Welches der Lager ist es denn? Weil irgendwo sind die ziemlich eng, also beieinander. Man denkt es nicht. Aber ja. die... Ich würde sagen, wir sind hier hinten irgendwo. Hier sind wir die Rampe hochgelaufen. Genau. Und sind da oben runter, sind wir runtergegangen in den... Genau. So ist es. Jetzt haben wir so eine Art Rundgang gemacht. Ja. Das sind die Requirierungen und Tränke. So funktioniert das nicht. Gut, Solas. Schön, dass wir dich dabei haben. Da vorne ist eine andere Hütte, da wollte ich gucken. Ja, und die Sehenswürdigkeit, die wollten wir ja auch. Waffe herstellen und Rüstung herstellen. Ja, klar. Und was haben wir hier? Lesen haben wir hier. Was zum Lesen? Das ist doch schon mal... Eine gute Heirat. Aha. Hm.
Ah ja. Oh, ja, bald sind die nicht mehr da, wenn sie beide so abmagern. Aha. Aha, interessant. Aha, ist ja interessant, ja. Das macht keinen Sinn. Sehr pragmatisch. Ich finde das bescheuert. Ich nicht. Ich finde das ganz gut. Sehr schön. Ah, schöne Geschichte. Ja, die gefällt mir sehr gut. An die kann ich mich gut erinnern. Wir haben die ja schon mal gelesen, wenn wir es ja schon mal gespielt haben. Ich war zwar nicht immer dabei, aber das habe ich gelesen. Aha. Die Gruppe wollen wir jetzt nicht wechseln. Gut, wollten wir nicht. Wollten wir nicht. Eigentlich wollten wir auch zum Beispiel die Untersuchung nicht vergessen. Wir wollten das untersuchen hier. Dass wir das nicht vergessen. Dass wir das nicht gemacht hatten. Ja. Wo zum Kuckuck? Ist ja auch geht's? So. Oder was? Nein. Was dann? Zur Sehenswürdigkeit. Da unten gibt es wieder Feinde. Und du meinst, hier ist eine Sehenswürdigkeit? Ja, die habe ich doch markiert. Ach stimmt, ja, die hast du markiert. Das war die andere. Es gibt zwei Sehenswürdigkeiten. Ja, an einer sind wir schon vorbeigelaufen. Und das ist die Sehenswürdigkeit, wir sind vorbeigelaufen. Die hier aber in ich glaube, der wir Nähe hätten, sein hätten muss. In unserem Ding da hier, in unserem Lager sehe hier ich die Markierung. Das hat nichts zu bedeuten. Gar nichts zu bedeuten. Das kann auch unterirdisch wir sein. Wir sind wieder auf dem überwucherten Hof. Ja. Die Sehenswürdigkeit kann auch unterirdisch sein. Oh, was ist das? Philandaris. Ich fürchte, die ist unterirdisch. Ja, mag sein. Ich sehe hier... Nein, die ist hier. Gott sei Dank, eine haben wir wenigstens. Marzikales Griff. Alte rachsüchtige Geister. Aha. Sir Nigel. Ja, der taucht auch öfter mal auf. Gut, das hätten wir. Und dann wollten wir da unten gucken. Hier gibt es nochmal Philandaris. So, wo war nochmal der Eingang? Hier. Machen wir mal hier einen Marker drauf. Ja. Und dann gehen wir da unten gucken. Was schenken die uns wohl?
Magie, ja? Wenn wir die Scherben für alle zusammen haben. Da ist der Eingang. Weil eins Magie haben wir ja schon bekommen, das andere haben wir ja eigentlich. Mhm. Abgesehen von Magie. Ja. So. Einmal runter. Hier war ja absolut nichts. Nee, also die alten Abläufe heißt es hier. Mhm. Ja. Schatz, ja, wo man trotzdem sucht. Kann ja sein, dass man mal was übersehen hat. Ja. Bei uns kommt das ganz leicht vor. Ja. Ja, da bin ich gut drin. Ja, nicht nur du. Ganz schön lang, diese. Aber da wollen wir uns die Sachen nach dem Rennen nochmal angucken, dann fällt es uns dann natürlich auf. Mhm. Wir gucken es meistens an um des Tons willen, weil wir am Anfang, als wir überhaupt mit dem Let's Plays begannen, bei Skyrim, da waren wir ja noch hoffnungslos, was im Ton. Das also, ist kein Schleierfeuer, da rot. Schleierfeuer sind immer so blau. Ja, vorhin dachte ich auch, es hat irgendwas zu sagen, ist blau, aber es war es nicht. Ah, diese dämlichen Spinnen immer. Was musst du ja haben? Das Paradies. Ist ja auch mit Schlangen gefüllt. Ja, schon. Oder einer, das hat schon gereicht. Du musst natürlich mal wieder. Oh. Eigentlich wollten wir ja ins Dorf. Erstmal zu Harding und dann wollten wir ins Dorf der Steinbären. Ja. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, machen wir das erstmal. Da wussten wir ja noch nicht, dass wir was übersehen haben. Ja. Und ich habe keinerlei Ahnung, wo das war. Das war da, wo wir die eine Spinne getötet hatten. Die, Ihr seid sowas von nichts belehrte lästig. Spinne. Also muss es beim ersten Höhleneingang gewesen sein. Na, schon wieder so ein böses Monster. Ihr seid lässig. Ich sag ja, sind wie die Wölfe da oder so. Oder was auch immer, diese Meuten. Ja. Die Demoten, aber ich finde, da haben sie es echt übertrieben. Na, warum in der verbotenen Oase hast du ja auch mal diese komischen Tiere gehabt, die dich gestört haben? Eigentlich überall sind die, ne? An. So ein paar Monster. Warum habe ich so lange Regenerationszeiten? Tja. Gute Frage, nicht die Frage. Ist jetzt endlich mal Ruhe hier. Mal auf die Karte gucken. Wir sind von hier gekommen. Ja, dann laufe ich auch in die richtige Richtung. Da ist nämlich auch die Sehenswürdigkeit. Und irgendwo auf dem Weg dahin haben wir es gesehen. Nee, wir haben es irgendwo in der Höhle gesehen. Sind wir durch die eine Höhle schon durch? Irgendwo bei den Höhlen schon. Da, nachdem wir diese Spinne getötet haben, diese Chrom, diese, weiß schon, nichts berührte. Ja, nichts berührte, ja, aber ich weiß ja nicht mehr, wo das war. Ach, ich gehe jetzt mal auf der rechten Seite lang. Es ist eigentlich auch egal. Das können wir dann nochmal gucken. Und dann können wir auf der linken Seite zurückgehen um die andere Seite, weil da war so ein komischer Höhlendurchgang. Ja, genau, der Höhlendurchgang, der ist nicht. Moment mal, hier ist, ja, wir gehen bis zur Sehenswürdigkeit, dann können wir die markieren und dann gehen wir auf der anderen Seite zurück, dann müssen wir es auf jeden Fall finden. Na gut. Ich glaube, dass die Sehenswürdigkeit, das haben wir ja schon festgestellt, irgendwo oben ist und wahrscheinlich in unserem Lager. Oder außerhalb unseres Lagers irgendwie mal kommen, glaube ich, nur über das eine Lager dahin. Ach so, ja, die war ja gar nicht hier, Okay. Das haben wir gestern gespielt, so kurz ist das Gedächtnis. Ja, also das ist zu lang her. So lang kann ich nicht zurück. Seid ihr da? Ja, ausnahmsweise. Spinne, hau ab. Warum? Du hast ja deine magische Barriere und sonst.
So, ist jetzt Ruhe. Gut. Dann gehen wir jetzt auf der rechten Seite lang. Das ist mir zu hoch. Ab und zu hängen da so ein paar Figuren. Naja, die Aufgehängten, die Erhängten. Ja. Naja, immer eher Aufgehängten. Die haben sich nicht selbst erhängt, würde ich sagen. Nö, unwahrscheinlich. Gucken wir mal hier. So, ja. Mal ein bisschen genauer gucken hier. Ah, das ist aber auch... Kommst du hier nicht hoch? Nee. Geht nicht. Aber ist gut, dass du es versucht hast. Ist aber auch so... Ja, du musst ja auf der anderen Wand entlang laufen. Ich glaube, es war auch irgendwo... Das war irgendwo da... Wo solche Dinger waren, solche, naja, egal. Wo ich dachte, das hätte Scheierfeuer sein können. Nein, nicht sowas. Wo da hinten diese Dinger waren, die an der Wand hingen, so. Die sonst Schlagerfeuer, hier, Schleierfeuer, ja. Hier. Ja. Da irgendwo. Aber das ist... So sah es jedenfalls aus. Ja. Aber wurscht. Oder geh nochmal weiter links. Naja, ist auch egal. Würde auch vielleicht nicht wichtig sein. Das war auf jeden Fall irgendwo. Ja, vielleicht ist es wichtig. Kann sein. Das ist genau das, was uns fehlt. Was kommt davon? Hier ist nichts. Aber jetzt die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen, die verrückt hat auch keinen Sinn. Dann musst du dir einfach die Folge nochmal angucken, da siehst du es ja. Und das machen wir. Ich hasse sie. Und hier ist eine Leiter. Und das ist doch... Naja, egal. Oh Mann, die stören so. Die sind sowas von beknackt. Ich hasse euch. Das interessiert dich, glaube ich, gar nicht, ob du die hast oder Wiedersehen, nicht. Wiedersehen, genau. So, das ist jetzt, so, bei der jetzt sind Tür. Wir wieder da. Ja. Jetzt sind wir wieder bei der Treppe und genau. Dieser Tür. Gut, lassen wir das jetzt. Du musst dir die Folge nochmal angucken und dann willst du achten. Ja. Nee. Na gut. Ich find's nicht mehr. Na, ist auch wurscht. Ich habe ja gesagt, ist egal. Jetzt gehen wir zu unseren... Lager hin und versuchen nächstes die Sehenswürdigkeit zu finden. Und dann müssen wir da hoch in unser Lager steigen. Ja. Ist es das Lager, auf das jetzt ruhig ist, oder ist das andere Lager? Wir müssen zum richtigen Lager gehen. Du gehst zum falschen. Ja, ich gehe zum falschen. Also gehen wir mal. Da können wir springen, ja. Schnellreise. Bist du? Sind wir. Gut, dann markieren wir mal wieder. Markieren wir. So. Da hinten sieht man's. Ja. Von unten konnte man es ja auch sehen, dass hier so eine komische, verschrobene, so eine verschnorkelte Dings hier ist. Ja. Guck weiter. Das konnte man ja von unten sehen, das haben wir ja auch gesehen. Ja. Wir haben uns in der Lager nämlich noch gar nicht richtig angeguckt. So, hier kann man was beanspruchen. Beanspruchen. Das könnte man von unten sehr gut sehen. Ja. Die Baumfeste. Ja, niedlich. Speer Harding hat die Orte ausgewählt. Gut. Ja, Harding ist fähig. Ja, unbedingt. Kalt. Warum eben typisch kalt, ja? Das kann man so lange auf die Hügel einschlagen. Das ist echt gut.
Das ist die Beschere Josephine, ja. Ja. Die wieder pragmatisch. Mit beiden Beinen. Ich habe nur einen Witz gemacht. Das sind irre. Das sind gute irgendwie, ja. Josephine, hm? Oh. Das ist wirklich gut. Ja. Das wollen wir uns fast entgehen lassen. Haben wir uns fast entgehen lassen. Ja. Finde ich so toll, wie die eigentlich auch charakterisiert werden, die Leute da in dieser, hier in diesem kleinen Text. So, dann können wir jetzt aufhören. Es war unglaublich erfolgreich, absolut erfolgreich. Also Pepe wird in der Zwischenzeit, wenn unsere Pause, ja, die wir jetzt machen, um das zu rendern, wird er mal gucken. Idee. Genau, ja? Ich werde mal gucken. Genau. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Hast du nervöse Zuckungen oder ist das ein neuer Tanz? Oh, das scheint ein neuer Tanz zu sein, der gefällt mir. Na gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.